Liebe Weinfreunde, wir sind in Augusta Raurica. Das ist eines der besten Haltestellen am Amphitheater, das es in der Schweiz gibt, aus römischer Zeit. Das ist östlich von Basel. Wieso sitzen wir hier? Das ist gebaut worden von den Römern und die Römer haben sich nicht gerne die Grinde geschlagen, nicht nur, sondern sie haben sich auch am Abend nach den Schlachten sich sehr gerne mit sehr gutem Wein betrunken. Das ist der Grund, wieso wir 2010 auf Apulien sind, um endlich mal einen vernünftigen, richtig guten Primitivo zu machen für den Schweizer Markt. Und haben das dann auch gefunden mit einem Partner, der über sehr alte Rebstöcke verfügt hat, zum Teil bis 100-jährig. Was sind alte Rebstöcke? Das ist vor allem das Schönste, ist der Vertrag ist sehr klein, das heisst, das Resultat ist sehr gut. Wir haben hier einen 2/13er im Glas, das ist unser Monatswein vom November, weil November ist langsam kalt, es wird garstig in der Schweiz, man sehnt sich nach einem vollen Wein, der einfach ein bisschen an den Süden erinnert, mit viel Kraft. Der 2/13er trinkt sich jetzt perfekt. Ich habe ihn vorher schon mal aufgemacht und einen Probeschluck genommen, der war fantastisch. Ich trinke jetzt noch einen mit euch zusammen. Der hat die typisch schöne dunkle Farbe, wie es typisch ist für ein Primitivo. Und in der Nase, mal schauen, was es so schmeckt. Wir haben wunderbare Aromatik von Pflaumen, ein bisschen Schwarztee sogar, Trockenblumen. Sehr schöne Süße schmecke ich hier schon. Es ist ein trockener gemachter Primitivo, nicht ein süßer gemachter Primitivo. Ah, richtig voll, richtig rund, weich, trinkig. Geht super zu einem Schmortgericht, super zu einem Steak. Geht aber auch sehr gut zum einfach so trinken. Und ich glaube, wenn es heute noch ein paar Römer da hätten, würden sie mir die Flasche wegnehmen, mich einsperren und den Wein innerhalb von ein paar Minuten trinken. In dem Sinn, auf einen schönen November, unseren Monatswein Centurio. Salut und lasst euch nicht verwünschen.